Terry Pratchett zählt nach der Harry Potter-Erfinderin J.K. Rowling zu den erfolgreichsten Schriftstellern Englands. Pratchett ist berühmt für seine Fantasy-Geschichten, in die er seinen intelligenten Humor und sein profundes Wissen über die Welt einfließen lässt. Jetzt hat eine kleine Gruppe aus Schauspielern, Synchronsprechern und Musikern aus einem seiner berühmten Scheibenweltromane ein Musical gemacht. Das Ganze zwar mit kleinen Mitteln, dafür aber auch mit viel Fantasie. In der Hamburger Markthalle war gestern Abend Premiere. Um dieses Kultbuch aus der Feder von Terry Pratchett schart sich eine riesige Fantasy-Fangemeinde auf der ganzen Welt. Zur Musical-Premiere in Hamburg sind daher manche Fans von weit her angereist, um zu sehen, ob die Adaption gelungen ist. Terry Pratchett hat natürlich einen sehr hintergründigen Humor, sehr viel Wortwitz und da wird sehr viel verloren gehen. Ich denke aber auch gerade, dass sich dieses Stück dafür anbietet, halt es trotzdem umzusetzen und dass es auch trotzdem sehr viel bieten wird. Titelheld der Romanvorlage ist Mortimer, genannt Mort, der als Träumer und ungeschickter Taugenichts einfach keine Leerstelle findet. Versuch etwas würdevoll auszusehen. Du musst vorteilhaft wirken. Wie soll das denn gehen? Ach, so genau weiß ich's auch nicht. Doch dann bietet ihm der Tod persönlich eine Lehrstelle an. Zweifelsohne eine Ausbildung mit Zukunft. Ich habe eurem Jungen angeboten, in meine Dienste zu treten. Ich nehme an, ihr seid einverstanden. Worin besteht denn eure Tätigkeit? Ich geleite Seelen ins Jenseits. Ah, ja, natürlich. Seelen und bringt. Bestimmt immer gefragt. Hinter den Kulissen des Musicals steckt ein kleines Orchester, viel Enthusiasmus und wenig Kapital. Wir brauchen Wahnsinnige, ganz klar, denn wir sind eine Low-Budget-Produktion und haben einfach viel im Kollegenkreis gefragt, alle Schauspieler, Musiker, die wir kennen und letztlich waren aber alle vom Stoff und von der Idee so begeistert, dass sie dann mitgemacht haben. Diese schöne Prinzessin bringt den frisch gebackenen Lehrling um den Verstand und fast um seinen Job. So viel sei schon mal verraten. Zur Ruhe draußen wird ein Wächter stehen. So hat alles seine Ordnung, kann beruhigt zu Bette gehen. Darum hab im Traum ich dich nie so nah gesehen. Warum steh ich still da und stumm? Die Feuertaufe des ersten Terry Pratchett Musicals ist überstanden. Die Fans haben es für gut befunden. Ein absolutes Muss, finde ich, für Terry Pratchett-Fans. Aber ich denke, dass man dieses Hintergrundwissen nicht haben muss, dass es also wirklich jedem Spaß machen würde, der sich das anguckt. Ausflüge in die Scheibenwelt sind noch bis Mitte Januar möglich, in der Markthalle im Klosterwall.